Zur Präsentation seines ersten Buches »Club der Bartträger« lud Michael Butzki-Buchacher am 20. November in den Gasthof Grünwald nach St. Daniel. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Tessa Hirzberger am Akkordeon. Viele Besucher waren gekommen, um das Erstlingswerk von Buchacher kennenzulernen. Das Buch besteht aus vielen einzelnen Kurzgeschichten, auch Illustrationen kommen darin vor. Reini Buchacher hat für die Geschichten über 30 Karikaturen erstellt. So, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Danke, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind und zur Buchpräsentation gekommen sind. Ganz besonders begrüßen möchte ich unseren Herrn Bürgermeister Johannes Lenzhofer. Vielleicht war da vorne, können schon an der Fischen auf dem Schor sitzen vielleicht. Dann möchte ich begrüßen meine Theaterkolleginnen und Kollegen, die Kollegen vom Männergesangsverein, dann den Herrn Gerhard Benigni möchte ich noch herzlich begrüßen, ein Literat aus Villach, der sich auch unter uns befindet. Und zu meiner Rechten die Tessa Hirzberger, die uns musikalisch durch diesen Abend begleiten wird. Sollte irgendwen Prominenten vergessen haben, Entschuldigung bitte, wir haben wahrscheinlich nicht alle das sehen. Ja, als erstes einmal vorausgeschickt, warum habe ich ein Buch geschrieben? Das ist ganz einfach erklärt. Ich habe mir, eigentlich habe ich mir gedacht, es gibt eh schon genug Bücher auf der Welt, warum jetzt noch eins? Aber ich habe im Jänner einfach mir vorgenommen, jeden Tag eine Kurzgeschichte zu schreiben. Und dass dann immer mehr draus waren und im März war eigentlich das Buch fertig. Ja. Dann habe ich den Reini Buchacher, genau, ein Gruß dem Reini Buchacher, wo ist er denn? Ah, da hinten. Ja. Habe ich den Reini Buchacher gefragt, ja, kennst du mir nicht das Cover vom Buch machen, weil meine CDs hat er das auch immer schon gemacht, ja passt, hat er gesagt, machen wir. Und vielleicht für 3-4 Geschichten noch eine Karikatur dazu, das war auch noch nett, damit das Buch nicht so auf ihr Nichtleser ein bisschen zum Anschauen und so. Und da sind, glaube ich, 32 Karikaturen draus geworden, der hat noch nicht mehr aufgehört vom Zeichnen und Malen. Danke nochmal recht herzlich, lieber Reini, für deine Unterstützung. Ja, es ist vielleicht der Winterdepression, die im Jänner, Februar, März herrscht, geschuldet, dass ziemlich viele Leute in diesem Buch ums Leben kommen oder irgendwelche grausige Schicksale erleiden. Aber jetzt ist es gedruckt und jetzt ist es eben so. Und da möchte ich gleich anfangen mit der ersten Geschichte, die davon handelt, so wie es halt früher gewesen ist, dass die Leute zu Hause in der Stube aufgebahrt waren und die Geschichte. Also alle Namensgleichheiten oder wenn sich jemand wiederentdeckt da in den Texten, das ist rein zufällig. Ja wirklich, das muss ich vorausschicken, nicht dass... Heute hat mich schon jemand darauf aufmerksam gemacht, ach, hast du den gemeint, wie du die Geschichte geschrieben hast? Nein, ich habe einen anderen gemeint. Aber hätte es rückwirkend betrachtet, hätte ich den Namen gescheiter nicht hergenommen. Aber naja, ist er so. Aufgebahrt. Gegrüßet seist du, Maria. Franz Steinwenders Leichnam lag zwischen umgeworfenen Blumenvasen, aus denen stinkendes Wasser rann. Die Pendeluhr an der Wand zeigte schon seit 2,5 Tagen die gleiche Uhrzeit an. Man hatte sie, als der alte Franz für tot erklärt worden war, angehalten. Es war Winter. Jeden Tag wurde Feuer im Ofen gemacht, um das alte Bauernhaus nicht auskühlen zu lassen. Es waren ja jetzt jeden Tag Menschen da, die für Franz beteten. Franz' Leben hatte vor 2 Tagen ein abruptes Ende genommen, als er beim Streichen der Untersicht des Dachstuhles das Gleichgewicht verlor. Von 5 Metern Höhe war er auf den Jauchengrubendeckel gefallen.
Franz war immerhin 73 Jahre alt geworden. Geregelt hatte er bis zu seinem Tod jedoch nichts. Keine Hofübergabe, kein Testament. Voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Der Leichnam hatte sich bereits verfärbt und verströmte einen üblen Geruch. Das Bouquet vom Gulasch, das bei Aufbahrungen traditionell zubereitet wurde, wurde immer mehr vom Odeur des Alten übertüncht. Dann nutzte auch der Weihrauch, den seine Witwe fleißig einsetzte, nichts. Irgendwie war der Geruch nur durch Schnaps zu ertragen. Und der war ja zuhauf vorhanden, denn sämtliche Obstsorten, die im Garten wuchsen, wurden zu Maische und anschließend zu hochprozentigem verarbeitet. Du bist gemeindeit unter den Weibern. Franz hatte drei Söhne. Franz, Edmund und Viktor. Und jeder der drei wollte nun das Erbe für sich beanspruchen. 21 Hektar Wiesen und 8 Hektar Wald umfasste das Anwesen. Als am Beerdigungstag der Schnapspegel der drei seinen Höhepunkt erreichte, eskalierte die Lage. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Aus einem anfänglichen Streit in der Küche erwuchs bald ein Raufhandel, bei dem der halbvolle Gulaschtopf auf dem Boden landete. Sofort waren zwei Schwestern des Verblichenen herbeigeeilt und hatten ihre besoffenen Neffen aus der Küche verbannt. Unterdessen beteten die Nachbarn in der Stube immer noch brav den Rosenkranz. Der du für uns gegeißelt worden bist. Doch mit dem Hinauswerfen aus der Küche war es für die benebelten Brüder nicht getan. Sie zankten sich im Vorzimmer weiter und verlegten ihren Streit bald in die überheizte Stube, wo der alte Vater auf der Bahre lag. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Die Nachbarn, die sich Taschentücher vor die Nase haltend aufgefädelt auf der Ofenbank saßen, trauten sich nicht einzugreifen. Nur zu bekannt waren die Steinwender-Brüder für ihre Fäuste, die sie im Suff häufig sprechen ließen. Brav beteten sie weiter, sogar als der Leichnam zwischen Nelken und Blumenwasser auf dem Boden lag, wagten sie es nicht aufzuhören. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ja, danke schön. Das war so, wie es früher gewesen ist halt. Das nächste Lied handelt, Ich bin so gewohnt, immer zu singen und man muss immer das nächste Lied ansagen. Dabei ist das jetzt die nächste Geschichte. Die handelt von einem Pfarrer, der zornig ist. Das ist also eine schöne Karikatur, die da Reini gezeichnet hat. Hätte vielleicht doch irgendwo. Ah, da hinten hängt sie, ja. Beichtgeheimnis. Aufgewühlt marschierte der Pfarrer in der Sakristei auf und ab. So etwas hatte er in seiner 30-jährigen Laufbahn als Seelsorger noch nicht erlebt. Zorn brandete in ihm auf. Zorn über den Frevel, der ihm anvertraut worden war. Er verfluchte das Beichtgeheimnis. Er haderte mit sich selbst, biss die Zähne zusammen und schnitt eine grauenhafte Grimasse. Er griff sich mit beiden Händen auf den Kopf und massierte seine Kopfhaut, bis ihm die weißen Haare kreuz und quer vom Kopf abstanden. Er schaute durch das kleine Fenster der Sakristei hinaus in die Welt. Der blaue Himmel schimmerte durch ein paar Wolken. Er nahm die Gitterstäbe in die Hand, welche die wertvollen Kelche und Monstranzen vor Dieben schützen sollten, und riss daran. Nicht einen Millimeter rührte sich das Gitter, obwohl er seine ganze Kraft einsetzte. Das konnte und durfte nicht sein. Er begann sich nun selbst Ohrfeigen zu geben. Vielleicht träumte er ja nur und würde gleich aufwachen. Vergeblich. Was blieb, waren schmerzende Finger, brennend heiße Wangen und ein Singen in den Ohren. Warum ist der Depp nicht zu einem anderen Pfarrer zur Beichte gegangen? Schrie er nun laut in den Kirchenraum hinein. Warum? Sag mir, Herrgott, warum? Natürlich erhielt er keine Antwort von seinem Herrgott. Er war schließlich nicht Don Camillo aus dem Fernsehen, der einen äußerst angeregten Dialog mit seinem Chef führte. Durch seine eigene laute Stimme erst so richtig zur Besinnung gekommen, ging der Pfarrer nun zum Hochaltar, kniete sich hin und schrie noch lauter. Warum? Ja, und das ist ja so eine Geschichte, los, ich dann daheim fertig gelesen.
So was Ähnliches. Leichenschmaus. Für was habe ich mein Lebtag geschuftet? Nur dafür, dass ihr euch die Bäuche vollschlagen könnt, wenn ich einmal gestorben bin, ihr Parasiten, ihr Elendigen! Schrie Altbauer Franz Huber mit rotem Kopf. Du bist ja noch gar nicht tot, griff nun sein Sohn Franz Junior in das leidige Mittagsgespräch ein. Aber ihr treibt es ja so, dass ich bald ins Gras beißen werde. Franz warf seinen Suppenlöffel in den Teller, sodass die Suppe über den Tisch spritzte. Sein Enkel Franz wischte sich weinend ein paar Nudeln aus den Augen. Du wirst uns doch wohl bei deinem Leichenschmaus einen Schweinsbraten vergönnen, dafür, dass wir dich so lange ausgehalten haben. Warf Schwiegertochter Franziska jetzt ein. Mehr brauchte Franz nicht mehr. Entrüstet stand er nach diesen Worten vom Mittagstisch auf, zog sich wortlos seine Schuhe an und machte sich auf den Weg in den Wald. So etwas muss ich mir nicht gefallen lassen, schrie er auf dem Weg dorthin. Beinahe wäre er in seiner Rage über eine Wurzel gestolpert. Mit 86 Jahren kam Franz Huber zur Erkenntnis, dass alles Leben nur eine Aneinanderreihung von Sinnlosigkeiten war. Im Frühjahr wird gedüngt und angepflanzt, im Sommer und Herbst wird geerntet und im Winter wird gefressen, philosophierte er über sein vergangenes Leben. Und was wird meine Lebensernte sein? Stellte er die Frage an die Fichte, die sich nun vor ihm aufbaute. Was werde ich als Dank für meine Mühen bekommen, hä? Einen Leichenschmaus, bei dem ich selbst gar nicht mehr dabei sein werde. Mit meinem mühsamen Ersparten werden sie sich die Wälste mit Schweißbraten vollschlagen. Franz steigerte sich immer mehr in seine Rage hinein. Nur die Blutdrucktabletten, die ihm der Arzt verschrieben hatte, hinderten seine Gehirnarterien daran, auf der Stelle zu platzen. Mit Knödel und Sauerkraut! Nie hatte Franz Urlaub gemacht. Nie war er irgendwo hingefahren. Seine weiteste Reise, die er unternommen hatte, war unfreiwillig gewesen, als er sich vor 15 Jahren mit der Kreissäge zwei Finger der linken Hand abgeschnitten hatte. In Klagenfurt war er damals gewesen, im Unfallkrankenhaus. Seine Finger konnten sie nicht wieder annähen, weil sie seine damals noch lebende Frau bereits auf den Misthaufen geworfen hatte. Bis die Rettungsleute die Finger dort gefunden hatten, war die Eiablage der Fleischfliegen schon voll im Gange gewesen. Nun ruhen deine fleißigen Hände, die tätig waren, immer da. Du ahntest nicht, dass schon dein Ende für dich so schnell gekommen war. Diese Zeilen waren auf der Parte von Fritz gestanden, der vorige Woche verstorben war. Sie waren zusammen in die Schule gegangen. Das gab Franz zu denken. Er spürte, dass sein Leben nicht mehr unendlich lang sein würde, so wie das junge Menschen glauben. Ein Teil seiner Hände ruhte ja schon seit 15 Jahren und nun war auch er an seinem Ende angekommen. Jeden Tag konnte es passieren, jeden Tag konnte nun der Tod an seine Tür klopfen. Franz dachte in letzter Zeit viel über sein Leben und seinen Tod nach.
Hatte er seine Zeit auf Erden verschwendet? Verschwendet mit der vielen Arbeit? Waren alle Streitigkeiten mit seinen Nachbarn umsonst gewesen? Hatte er seine Finger und seine Bandscheiben umsonst für die Heimatscholle aufgeopfert? Undank ist der Weltenlohn. Das wusste Franz nur zu gut. Und der Franz, der lässt sich dann im Verlaufe der Geschichte was einfallen, damit die wirklich kein Schweinsbraten kriegen. So, die nächste Geschichte. Da darf ich meinen Sohn, den Levi, herausbitten, dass er uns die vorliest. Seine kurze Geschichte und handelt von, das wird eigentlich selber vorlesen. Ich will. Die Überschrift nicht vergessen. Affenkäfig. Ich will aber noch nicht weitergehen. Lautstark wehrte sich das Kind gegen die ziehende Hand seiner Mutter. Schau, Mama, jetzt kommen zwei Jungen mit ihrer Mutter. Ja, die waren doch schon vor 10 Minuten auch schon da, gähnte diese gelangweilt. Die haben was zu essen in ihren Händen. Ja, Kekse sind das, erwiderte die ungeduldige Mutter. Wer hat denen denn Kekse gegeben? Die sollen lieber Obst essen. Das wäre gesünder. Ich habe aber auch schon Junge gesehen, die Bananen gegessen haben, wusste das Kind zu berichten. Das glaube ich dir gerne, aber komm jetzt bitte weiter. Vater wird böse, wenn wir zu spät zum Abendessen kommen. Nur noch ein bisschen, bitte, Mama, bettelte das Kind. Okay, ganz kurz, ich gehe schon mal voraus. Genervt und schwerfällig bewegte sie sich weiter und greif ja nicht durch die Gitterstäbe, rief sie ihrem Nachwuchs noch zu. Doch das Kind hörte diese Worte seiner Mutter nicht mehr. Es hatte schon durch die Stäbe gegriffen und dem verblüfften Menschenkind seine Kekse gestohlen. Bravo. Super, danke, Lili. Thank you.
So wie es viele möchtegern Buchschreiber gibt, so wie mir zum Beispiel, gibt es auch viele möchtegern Dichter, die es gerne geworden wären. Und allen denjenigen sei die folgende Geschichte gewidmet. Dichter. Am offenen Grab des Dichters Peter Reiszwecker wurden von den Trauergästen keine Reime verbreitet. Dabei hätte der Pfarrer doch wenigstens ein kleines Gedicht in die Predigt einbauen können. Doch nichts dergleichen war passiert. Er redete so wie immer von der Erde und vom Staub, zu dem unser Bruder Peter jetzt wieder zurückkehren würde. Drei Gedichtbände hatte Peter Reiszwecker nach seiner Pensionierung herausgegeben. Vorher fehlte ihm die Zeit, um zu dichten. Sein ganzes Arbeitsleben lang war er mit verschiedenen Firmen auf Montage im Ausland. An ein zur Ruhe kommen war da nicht zu denken. Im Alter von 65 Jahren ging er in Pension und mit 68 begann er zu dichten, nachdem er seinen Pensionsschock hinter sich hatte. Sein Psychologe hatte ihm damals dazu geraten, sich eine Beschäftigung zu suchen, die ihn ausfüllte. Also kaufte sich Reiszwecker ein Reimebuch und legte los. Gedichte. Im Garten steht ein Apfelbaum, er ist sehr mächtig anzuschauen. Seine Äpfel leuchten, Farbe rot, einer fiel auf dem Maulwurf, jetzt ist er tot. Man muss hier erwähnen, und das sei nicht als Entschuldigung für seine mäßigen Gedichte zu sehen, dass die ersten Gedichte Peter Reiszweckers noch Ausdruck seines eben erlebten Pensionsschocks und der darauf folgenden psychischen Krise waren. In seinen ersten 50 Gedichten wurde andauernd gestorben oder es wurde zumindest jemand schwer verletzt, was wohl der verletzten, der Arbeitswelt entrissenen Seele Reiszweckers geschuldet war. Ein Mann ging einst, er war schon alt, mit einer Säge in den Wald. Der Baum erfiel ihm, ach oh weh, genau auf seinen großen Zeh. Da hat der Mann dann schnell kapiert, mit Stahlkappenschuhen wäre nichts passiert. Auch erinnerten seine ersten 50 Gedichte an sein vergangenes Leben auf der Baustelle, wo er immer Sicherheitsschuhe und Helm tragen musste. Die Leute sollen durch meine Gedichte auch was lernen, war die Meinung des größten Dichters, den Grafendorf im Gailtal je hervorgebracht hat. Peter Reiszwecker war 1,95 Meter groß und in dem kleinen Ort so ziemlich der Einzige, der dichtete. Der Erfolg wollte sich aber auch nach dem zweiten Gedichteband nicht so richtig einstellen. Reiszwecker bewarb sich mehrmals als Frühschoppenmoderator bei Radio Kärnten. Dieser Job blieb ihm verwehrt, da er einen Sprachfehler besaß, der ihn als Radiosprecher untauglich machte. Wenn Reiszwecker am Wirtshaustisch saß, wurde er von den anderen Wirtshausbesuchern häufig aufgefordert, eines seiner Gedichte zu rezitieren, was meistens in großem Gelächter der Anwesenden endete. Peter glaubte, es wären seine gewitzten Reime, die das Publikum zum Lachen brächten. Dabei war es wohl eher der Sprachfehler, der den Vortrag der Gedichte lustig machte. Reiszwecker konnte kein S aussprechen. Er half sich damit, dass er diesen Buchstaben in seinen Gedichten einfach zu vermeiden suchte, was ihm aber nicht immer gelang. Anstelle von S und SCH trat im Vortrag Reiszweckers ein F. Das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus sei aufgerichtet über deinem Grabe, schwadronierte der Pfarrer. Peters ehemaliger Schulkollege Fritz Brandner witzelte leise. Ja, ja, das Kreuz sei aufgerichtet. Es gab die absonderlichsten Theorien im Dorf, warum Peter Reiszwecker diesen Sprachfehler hatte. Manche behaupteten gar, Peter hätte als Kind ganz normal gesprochen, bis zu dem Zeitpunkt, wo er lesen lernte. Ab da war es vorbei mit dem schönen Sprechen. Zur damaligen Zeit waren die Texte in den Lehrbüchern noch in Kurrentschrift abgefasst und bei dieser alten Schrift sieht das F so ähnlich aus wie das S.
Vielleicht war es ja wirklich so und Peter Reiszwecker ist als Kind einem großen Irrtum aufgesessen, den er sein ganzes Leben nicht mehr los wurde. Konsequent sprach er anstatt des S ein F. Auch Sprachlehrkurse halfen nichts. Den Grabstein seines Ehrengrabes, in das Reiszwecker gebettet wurde, hatte noch er selbst entworfen. 2 Wochen nach der Beerdigung wurde der Grabstein geliefert, der auf Anordnung des Bürgermeisters folgenden Text enthielt. Hier liegt Peter Reiszwecker, Dichter. Das Gedicht, das Reiszwecker noch selbst geschrieben hatte und am Grabstein zu lesen war, wurde wie folgt geändert. Hier liegt einer der besten Dichter, die es gab. Der Grabstein steht da oben, tief unten ist sein Grab. Wanderer, der du durch das Galtal kommst, kehre ein auf dem Pfarrfriedhof in Grafendorf und sprich im Stillen ein Gebet für diesen großen Künstler, den dieser kleine Ort hervorgebracht hat. Zeit seines Lebens hat er uns schöne Reime gefängt. Möge er in Frieden ruhen und aufraften von seiner Mühsal. Dankeschön. Es gibt ja Männer, wahrscheinlich da auch im Publikum, denen das Auto wichtiger ist als die eigene Frau. Ein paar Lohen, ein paar Frauen. Na, es ist eher eine tragische Geschichte, aber ja, sei allen denen gewidmet. Oder vielleicht ist der Rosenmäher wichtiger wie die Frau. Weil die Geschichte heißt Der Rasen. Der Rasen ist zu kurz, jammerte Bärbel jeden Samstag, nachdem Alfons das Gras im Garten gemäht hatte. Wenn jetzt die Sonne kommt, wird sie alles verbrennen. Alfons ärgerte sich zwar jedes Mal, wenn er diese Worte seiner Frau hörte, tat aber so, als würde er keine Notiz nehmen und widmete sich weiter der Reinigung seines Benzinrasenmähers. Er war sein Ein und Alles, der alte Alco, Baujahr 1985. Einer der ersten Rasenmäher in Österreich, die mit einem Fangsack für das Gras ausgestattet waren. Gut gewartet halten solche Geräte ewig, erzählte Alfons jeden Sonntag am Wirtshausstammtisch. Es war wieder einmal Wochenende, an dem der Rasen am Samstag gemäht und darüber gejammert worden war. Alfons saß am Stammtisch und erzählte von seinem Rasenmäher. Es hörte ihm zwar niemand richtig zu, denn alle kannten seine Vorträge in- und auswendig, aber das störte ihn nicht. Die anderen Männer am Tisch waren in ihre Schnapskarten vertieft. Ja, und wenn man den Luftfilter jede Woche durchbläst und jedes Jahr einmal wechselt, kommt kein Dreck zu den Kolben. Weil wenn da Dreck hineinkommt, dann gibt es einen Kolbenreiber. Merkt euch, nicht nur das Öl, nein, auch ein regelmäßiger Luftfilterwechsel hält den Motor jung, faselte er vor sich hin, als plötzlich die Tür der Gaststube aufflog und seine kreidebleiche Nachbarin hereinstürzte. Alfons, du musst schnell nach Hause kommen. Es ist was mit der Bärbel. Die Kartenspieler legten neugierig ihre verdeckten Karten auf den Tisch. Die Starterschnuraufwicklung ist die Schwachstelle bei allen Benzinrasenmähern, die vor dem Jahr 1992 gebaut wurden, fuhr Alfons mit seinem Vortrag fort. Die Nachbarin trat nun zum Stammtisch und schüttelte ihn an den Schultern. Alfons, die Bärbel! Ja, was schreist denn so? Fragte jetzt der Alfons. Die Bärbel hat sie im Garten aufgehängt, schluchzte die Nachbarin. Ja, wie? Fragte der Alfons, der nicht wusste, wie ihm geschah. Ja, mit einem Strick am Kirschbaum, erwiderte die Nachbarin. Komm jetzt! Ich erzähl euch dann nächste Woche weiter von meinem Alko, stammelte der Alfons und eilte hinter seiner Nachbarin her nach Hause. 3 Tage später begrub man seine Bärbel auf dem Gemeindefriedhof. Auf dem Gemeindefriedhof. Dort, wo man den Rasen nur alle 3 Wochen mähte. Höchstens. Zu wenig Personal hatten die und außerdem keinen Sinn für einen schönen, kurzen Rasen. Immerhin hatte seine Bärbel jetzt ihren Frieden gefunden. Nie mehr würde ihr der Rasen, der nun über ihr wuchs, zu kurz erscheinen. Alfons aß ab jetzt im Wirtshaus zu Mittag. Er mähte seinen Rasen weiterhin jeden Samstag
und er tauschte vorsorglicherweise die Starterschnur seines Oldtimer-Mähers. Man konnte ja nie wissen. Danke, liebe Tessa. Die nächste Geschichte ist zwar nur eine Seite lang, aber ich glaube, ich habe die noch nie richtig da lesen, weil sie so kompliziert geschrieben ist. Ich möchte wissen, wer das gemacht hat, aber ist ja egal, vielleicht gelingt es. Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen war gerade auf dem Weg zu einem Teil des Waldes, in dem es besonders gute Fichtenzapfensamen geben sollte, als es am Wegesrand ein kleines Pferd mit einem kleinen Stachel auf dem Kopf sah. Neugierig wie das Eichhörnchen war, hüpfte es auf einen Ast, der über dem Weg hing, und begann das eigenartige Tier zu mustern. Dieses bemerkte natürlich den kleinen Spanner im Geäst. Genervt fragte es: Was schaust du so? Ich möchte nur wissen, was du für einer bist, antwortete das Eichhörnchen kleinlaut. Ich bin ein Einhörnchen, antwortete das Tier, seine Mähne stolz auf die andere Seite seines Halses schüttelnd. Das ist ja interessant, staunte das Eichhörnchen. Da heißen wir ja beinahe gleich. Ich bin nämlich ein Eichhörnchen. Ach so, erwiderte das Einhörnchen trocken. Ich werde aber nicht immer ein Einhörnchen bleiben, behauptete das Tier nun. Wenn ich groß bin, dann werde ich ein Einhorn sein. Interessant, murmelte das Eichhörnchen, nervös an dem vor ihm hängenden Ast zupfend. Und? Fragte das Einhörnchen. Wirst du, wenn du groß bist, ein Eichhorn sein? Ich bin doch schon groß, antwortete das Eichhörnchen, auf Selbstbewusstsein in der Stimme bedacht nehmend. Ich wachse bestimmt nicht mehr. Ich werde wohl immer ein Eichhörnchen bleiben. Das tut mir aber schrecklich leid für dich, grinste jetzt das Einhörnchen, das letzte seiner Art war,
Es lief weiter, stolperte über den nächsten Felsvorsprung und starb aus. Ja, ist noch nicht aus, ist noch nicht aus. Ja, so schnell kann es gehen, murmelte das Eichhörnchen und sprang weiter, von Ast zu Ast, den besten Fichtenzapfensamen des Waldes zu. Furcht ohne Fehler, gell? Gibt's da das einmal was zum Trinken? Muss ich mit dem Klavier fahren? Mal. Okay. Eine nette Geschichte, die ihr auch vielleicht dann zu Hause fertig lesen dürft, heißt Wildkamera. Wer hat eine Wildkamera zu Hause? Ja, gibt. Also all denen sei diese Geschichte gewidmet. Fritz war Jäger aus Leidenschaft. Nicht, weil er schießwütig war. Nein, Fritz liebte die Natur. Seine 12-jährige Enkelin Leonie hielt ihm immer vor, dass er arme, unschuldige Rehe erschießen würde. Aber die wusste eben noch nichts von der wahren Berufung eines Jägers. Jedem, der den Spruch noch nicht kannte, sagte Fritz die Aufschrift, die sich auf jeder Jägermeisterflasche befand, auswendig her. Das ist des Jägers Ehrenschild, das er beschützt und hegt sein Wild, weitmännisch jagt, wie sich's gehört, den Schöpfer im Geschöpfe ehrt. Ja, das Jagen in der Art eines rechten Weidmannes war Fritz oberstes Gebot, der schnelle Tod des Tieres das Wichtigste beim Jagen. Und außerdem ging nichts über eine dampfende Gamssuppe. Seine Frau, die Hermine, hielt sich zwar beim Geruch dieser Speise immer die Nase zu, weil es ein wenig nach Ziegenbock roch. Aber die wusste ja nicht, was gut war. So musste er seine Suppe immer auf einem kleinen Elektrokocher im Freien selbst kochen. Fritz ging aber nicht nur mit der Büchse in den Wald, um dort die Rehe zu dezimieren, welche ansonsten die ganzen Jungwälder kahl gefressen hätten, er nannte auch drei Wildkameras, die er sich beim Hofer gekauft hatte, sein eigen. Die montierte er an wechselnden Stellen des Waldes, meistens jedoch in der Nähe von Futterkrippen, an denen die Jäger ihr Wild im Winter fütterten. Es war Sonntag und Fritz hatte wieder einmal die Speicherkarten der Wildkameras im Wald getauscht und saß jetzt vor dem Computer, den er übrigens auch beim Hofer gekauft hatte, um die Fotos der vergangenen Woche zu sichten. Viele verschiedene Tiere waren da zu sehen. Ein Eichhörnchen, das sich auf dem Boden verirrt hatte, Rehe, die an der Futterkrippe ästen, ein Fuchs, der in der Nacht auf Beutezug war und eine Amsel, die versuchte, einen Regenwurm aus dem nassen Waldboden zu ziehen. Als Fritz die Fotos der dritten Karte auf den Computer übertragen hatte und damit begann, die Bilder durchzusehen, glaubte er zuerst seinen Augen nicht zu trauen. Da waren 6 Fotos auf der Karte, die mit wilden Tieren nicht viel zu tun hatten. Nervös sah er sich um, ob seine Hermine wohl nicht in der Nähe war. Als er sich in Sicherheit wiegte, zoomte er, mit seiner schweißigen Hand die Computermaus bedienend, die Bilder näher heran. Ein Foto war nun so vergrößert am Bildschirm zu sehen, dass kein Zweifel mehr bestehen konnte. Sie war es. Und sie war nicht allein. Und was die beiden da taten, war nicht jugendfrei. Das könnte meine Chance sein, murmelte Fritz. Kleine Schweißperlen standen ihm auf der Stirn. Er hörte Töpfegeklapper aus der Küche. Hermine war also beim Kochen. Sehr gut. Nervös klickte er auf das kleine Kreuzchen rechts oben am Foto, um es zu schließen. Er ging ins Bad, um sich das Gesicht mit kaltem Wasser abzuwaschen. Er musste wieder zu sich kommen. Das war seine Chance. So eine Möglichkeit würde er kein zweites Mal in seinem Leben bekommen. Aber war er dazu überhaupt fähig? Das würde ja auf Erpressung rauslaufen. Konnte er das tun, ohne sich dafür sein Lebtag zu schämen? Wer weiß. Danke.
das aber echt so flexibel. Ich habe ja ungefähr, oder ich habe ja die Titel gesagt von den Lieder, die ich mir wünsche, und sie kann alle spielen. Also. Der Jäger aus Kurpfalz war eins davon. Dankeschön. Jetzt gehen wir in den Keller. Der Keller ist grauslich. Keller. Dicke Lüftungsrohre, die wahrscheinlich in die oberen Stockwerke führten, hingen an der Decke. Daneben Heizungsrohre aus Stahl, die unheilvolle Pumpgeräusche aus dem Heizraum übertrugen. Mehrere Stahltüren gingen in verschiedene Räume. Aufschriften wie Öllagerraum oder kein Zutritt, privat, standen darauf zu lesen. Ein eigenartiger Warteraum ist das, murmelte Ernestine. Sie saß im unverputzten Keller eines alten Stadthauses in Villach und wartete. Irgendwo war jetzt ein Heizölbrenner angesprungen. Deutlich war das Brummen aus einem der Räume zu hören. Als Beleuchtung diente eine Feuchtraumlampe, die anscheinend nur mit einer 40-Watt-Glühbirne betrieben wurde. Ernestine fühlte sich in dieser heiß-schwülen und gedimmten Atmosphäre ziemlich unwohl, aber was tat man nicht alles für seine Gesundheit? Als Sitzgelegenheit hatte man ihr einen alten Klappsessel angeboten, auf den sie sich erst nach 10 Minuten gesetzt hatte, als ihr Fuß wieder zu schmerzen begonnen hatte. Getränkelager waren in alten Kellern keine Seltenheit, aber dass jemand seine Praxis in so einem Ambiente betrieb, gab ihr zu bedenken. Wir behandeln Ihren Hallus Valgus, Überbeinentfernung, wie es unsere Vorfahren gemacht haben, ohne Operation. War auf der Einbandinnenseite des Arztromans, den sie gelesen hatte, gestanden. Mit einer Telefonnummer dabei, die sie nach längerem Zögern angerufen hatte. Schon in ihrer Zeit als Kellnerin hatte sich Ernestines Überbein an der rechten großen Zehe bemerkbar gemacht. Wahrscheinlich hervorgerufen durch unpassendes Schuhwerk, das sie beim Arbeiten häufig getragen hatte. Dabei wollte Ernestine nach ihrer Versetzung in den Ruhestand über den Jakobsweg pilgern. Daran war aber nicht zu denken. Das immer schlimmer werdende Überbein machte ein längeres Tragen von Wanderschuhen unmöglich. Ihr Mann hatte gemeint, sie solle doch mit Sandalen gehen. Aber das hätte sie nicht überstanden. Das Überbein musste also weg. Ernestine dachte sich, dass jede Alternative besser wäre als eine Operation. Sie rief die Nummer aus dem Arztroman an und bat um einen Termin. Es schienen sich nicht viele Menschen für so eine alternative Behandlungsmethode ihres Überbeines zu interessieren. Sie erhielt ihren Termin noch am gleichen Tag. Seien Sie pünktlich um 19.30 Uhr vor der Türe der Gerbergasse Nummer 39 in Villach. Wurde ihr von einer schnaufenden Männerstimme befohlen. Ich werde sie dort abholen, dann gehen wir gemeinsam in meine Praxis. Als sie um 19.30 Uhr von einem grauhaarigen Mann in Jogginghosen und Anorak abgeholt wurde, wurde sie stutzig. So sieht doch kein Doktor aus, hatte sie bei sich gedacht. War ihm aber doch gefolgt, da im Inserat ja eigentlich nichts von einem Arzt gestanden hatte. Gemeinsam waren sie durch eine dunkle Stiege in den Keller des Hauses in der Gerbergasse gegangen. Dort hatte ihr der Jogginghosenmann aufgetragen zu warten, während er die Vorbereitungen treffen würde. Er ging durch eine Tür, welche die Aufschrift »Kein Zutritt« trug. Langsam wurde Ernestine nervös. Sie holte ihr Telefon aus der Tasche, um wenigstens ihrer Tochter Bescheid zu geben, wo sie war. Doch sie hatte auf ihrem alten Nokia-Handy keinen Empfang. Zu dick waren die alten Mauern, unter denen sie sich befand. Hinter der Türe, durch die der Arzt verschwunden war, war kein Laut zu hören. Die stickige Luft machte Ernestine jetzt schon das Atmen schwer. 40 Jahre hatte sie in verrauchter Luft gearbeitet, aber alles hatte seine Grenzen. Als sie gerade aufstehen wollte, um an die frische Luft zu gehen, öffnete sich die Eisentüre und der Mann, der vorher noch Jogginghosen getragen hatte, trat mit einem weißen Arztmantel bekleidet in den düsteren Gang. Mehr erzähle ich jetzt nicht. Das ist gemein, gell? Immer wenn es... Ja.
So, jetzt haben wir noch drei Geschichtlern. Eine davon. Mensch. Die Geschichten sind übrigens alphabetisch geordnet, damit ich mich leichter zurechtfinde. Und die Leute auch vielleicht. Und handelt von einem Feidl-Club. Kennst du das, ein Schinkel-Club? Kennst du das, oder? Ein kleines Klappmesser mit einem Holzgriff wird in einigen deutschsprachigen Regionen als Feitel oder als Feitel bezeichnet. Wenn es nun in einer solchen Feitelregion Menschen gibt, die sozusagen talentfrei sind, das heißt, wenn diese Menschen nicht singen oder kein Instrument spielen können, wenn diese Menschen nicht beim Theaterverein aufgenommen werden, weil sie überhaupt nicht Schauspieler können, wenn sie nicht stricken können, keine Mundartgedichte schreiben können, wenn sie nicht bei der Feuerwehr aufgenommen werden, weil sie zu tollpatschig sind, wenn sie in der Burschenschaft keine Aufnahme finden, weil sie zu wenig männlich sind, wenn sie auch bei der Kirche keine Freizeitbeschäftigung finden, weil sie ausgetreten sind, wenn sie auch bei keiner Parteiaufnahme finden, weil sie zu wenig politisch veranlagt sind, dann... Ja, dann gründen solche Menschen, die sonst keiner irgendwo haben will, einen Feitl-Club oder einen Feitl-Verein. Ziel dieser Feitl-Clubs ist es schlicht und ergreifend, sich zur gemeinsamen Alkoholkonsumation zu treffen. Die Besonderheit dieser Clubs besteht im Aufbringen des nötigen Geldes für den Alkohol. Findigen Menschen ist es gelungen, dieses Problem sehr schlau zu lösen. Jedes Mitglied muss immer seinen Feitel eingesteckt haben. Sollten sich zwei Clubmitglieder irgendwo treffen, sei es beim Einkaufen, beim Kirchgang oder einfach nur so beim Spazierengehen, haben diese ihren Feitel dem jeweils anderen auf Nachfrage vorzuweisen. Hat ein Mitglied sein Messer nicht in der Hosentasche, muss er einen vorher ausgemachten Betrag in die Vereinskasse zahlen. Helmut Gradulnik war Mitglied in einem solchen Feitl-Club in der schönen Stadt St. Veit an der Glan. Das Vereinslokal war eine kleine, verrauchte Gartenhütte, die dem Ernst Salcher gehörte. Der Ernst war ja an sich ein witziger Vogel. Nur mit dem Alkohol hatte er so seine Probleme. Er war vor 2 Jahren in Frühpension geschickt worden und wusste jetzt nichts Besseres mit seinem Leben anzufangen, als Bier und Schnaps zu trinken. Und da er das nicht gerne alleine tat und er keine Lust hatte, den ganzen Alkohol selbst zu bezahlen, gründete er den ersten St. Veiter Feitl-Club. Ernst Zeicher wohnte ganz in der Nähe von Helmut Gradulnik, der auch ein rüstiger Frühpensionist war. Auch er hatte eine stattliche Trinkerkarriere vorzuweisen und außerdem war er Junggeselle, der Helmut. Wer einen Blick in seine Wohnung warf, wusste sofort, dass hier eine Frau fehlte, die Ordnung hielt. Hier etwas zu finden war schwierig. Auch ein Feitel war in einem solchen Chaos bald verschwunden. Nun war es eben so, dass der Obmann Ernst von seiner Wohnung aus genau sehen konnte, wenn der Helmut seine Wohnung verließ und sich auf dem Weg zum Bierholen in den nahegelegenen Supermarkt machte. Hurtig zog sich da der Ernst seine Schuhe an und eilte zum Spar, um den Helmut nach dem Feitel zu fragen. Dieser hatte sein Messer zu 80% nicht eingesteckt, weil er es eben nicht gefunden hatte oder weil die letzte Nacht eine schwere Partie gewesen war und er nicht an das Messer gedacht hatte. So schlurfte der Helmut auch heute wieder durch die Regale des Supermarktes und lenkte seinen Einkaufswagen in Richtung der Bierdosenstapel, als oh welch Überraschung der Feitl-Club Ernst hinter einem Regal hervorlugte und seinen Standardsatz vorbetete, den der Helmut nur zu gut kannte. Sag mir dein Messer! Dem Helmut ging dieser ganze Feitl-Club-Wahnsinn schon seit längerem auf den Senkel. Mehrmals hatte er überlegt, auszutreten, es aber dann doch nicht getan, weil er die Gesellschaft der anderen Biertrinker genoss. Natürlich hatte er auch heute kein Messer dabei. Das lag irgendwo zu Hause unter einem Zeitungsstapel. Wieder einmal musste der Helmut zugeben, hob ich keins mit. Da feixte der Ernst natürlich sehr und zückte seine Brieftasche, um die Strafgebühr zu kassieren. Es sei hier erwähnt, dass der Helmut eine Seele von einem Menschen war, der keiner Fliege etwas zuleide tun konnte.
unter normalen Umständen. Doch auch der friedliebendste Mensch hat seine inneren Grenzen, bis zu denen man ihn reizen kann. Diese Grenze war bei Helmut nun erreicht. Ernst hatte das Pech, der Auslöser dieser Grenzübertretung zu sein, und das ausgerechnet in der Haushaltsabteilung des Supermarktes. Da kamen zwei Zufälligkeiten aufeinander. Du hast ein blödes Messer! Schrie der Helmut, bevor er mit einem Brotmesser, das er vorher aus dem Regal genommen hatte, mehrmals auf Ernst einstach. Woher nicht so gemeint? Waren die letzten gurgelnden Worte des Obmanns des ersten St. Veiter Veitel Clubs, der sich bald darauf auflöste. Jetzt kommt ja bald die kalte Jahreszeit und da kann es leicht einmal passieren, dass man kalt kriegt. Dem Protagonisten in der nächsten Geschichte wird es immer wusst schon kalt. Eiszeit. Es war Anfang August in Klagenfurt. Kurt blinzelte durch seine mit Raureif belegten Wimpern in die kalte Welt, die ihn umgab. Es war also doch passiert. Allen Klimaprognosen zum Trotz, die eine Erderwärmung prognostizierten, war nun die neue Eiszeit urplötzlich angebrochen. Anders konnte sich Kurt seine Situation nicht erklären. Als er erwacht war, umgab ihn eine Kälte, die bereits seine Gliedmassen unbeweglich gemacht hatte. Unweigerlich dachte Kurt an Ötzi, der vor 5000 Jahren am Ötztaler Gletscher erfroren war. Dasselbe Schicksal würde nun auch ihn ereilen. Erfrieren würde er. Seine Gehirnströme flossen so zäh, dass ihm dieser Gedanke gar keine großen Sorgen bereitete. Eigentlich war er ja schon so gut wie tot, stellte Kurt fest. Wie durch ein Wunder hatte er noch einmal die Augen geöffnet, um einen Blick auf seinen Sterbeort zu erhaschen. Fahles Licht umgab ihn. Der Boden, auf dem er saß, war mit hellbraunen Fliesen ausgelegt. Die Wand, an der er lehnte, schien auch gekachelt zu sein. Er dürfte sich also vor der Klimakatastrophe in eine Unterführung oder in eine öffentliche Toilette geflüchtet haben, sinnierte er. Eigentlich hatte er aber keine Ahnung, wo er war. Wie er hierher gekommen war, wusste er auch nicht. Seine Zehen konnte er nicht mehr spüren, die waren wohl schon abgefroren.
Seine Oberschenkel brannten jedoch wie Feuer von der Kälte. Die dünne Anzugshose, die er trug, war wohl doch kein so guter Schutz gegen die Kälte. Bei jedem Ein- und Ausatmen bildeten sich kleine Wölkchen vor seinem Mund. Seine Lungen brannten von der kalten Luft, die sie malträtierten. Angestrengt überlegte Kurt, wo er zuletzt gewesen war. Sein Sakko war am Rücken bereits an der Wand festgefroren. Eine gelockerte Krawatte hing um seinen Hals, wie bei einem Mitglied des Kärntner Chores, das nach dem Gausingen nach Hause wackelte. Krawatte? Das war doch sonst nicht seine Alltagsbekleidung. Krawatte? Kurt wusste nicht einmal, wie man so ein Teil band. Als Kfz-Mechaniker trug er meistens einen roten Overall. Ohne Krawatte. Warum Krawatten? Hauchte Kurt in die Kälte. Seine Stimme schien auch schon ihren Dienst zu versagen. Vielleicht kündigte sich die Klimakatastrophe an und er hatte sich den Tod vor Augen in Schale geworfen, um vor dem Herrgott ein besseres Bild abzugeben. Nein, das konnte doch nicht sein. So viel Hirn hatte er trotz seiner Quartalssäuferei noch übrig. Wenn minus 35 Grad angesagt worden wären, hätte er sich doch seinen Anorak angezogen. Der Kurt. Langsam verstummten auch die letzten irritierenden Gedanken in seinem Gehirn und machten einer Müdigkeit Platz. Einer Müdigkeit, die ihn langsam aber sicher ins Reich der Träume schickte. Kurt erinnerte sich noch an einen Film über eine Südpolexpedition, den er vor Jahren gesehen hatte. Da hatten die Forscher an einem Kameraden gerüttelt, damit dieser nicht in der Kälte einschlief. Einschlafen bedeutet bei dieser Kälte den sicheren Tod, hatten sie laut in den Schneesturm gerufen. Den sicheren Tod, hauchte Kurt in die Kälte, immer wieder und immer leiser. Den sicheren Tod. Langsam glitt Kurt in einen tiefen Schlaf, aus dem er nicht mehr erwachte. Als ihn der Geschäftsführer des Restaurantbetriebes zwei Tage später in der Tiefkühlanlage fand, war der Teilnehmer des Klassentreffens bereits steif gefroren, wie Ötzi. So, bevor wir euch mit der letzten Geschichte und mit dem letzten Lied nach Hause schicken, möchte ich ein paar Menschen danken, die dazu beigetragen haben, dass das Buch entstanden ist. Allen voran einmal meiner lieben Frau Silvia. Ich habe ja alle Geschichten mit der Hand geschrieben und weil ich es noch mit der Hand habe, weil das Gehirn nicht so schnell denken kann, wie man tippt, habe ich mal irgendwo gelesen. Deswegen habe ich es mit der Hand geschrieben und dann erst abgetippt und meine Frau hat das dann gleich durchgelesen und für super oder nicht so super befunden. Deswegen, ihr habt es vielleicht zu verdanken, dass einige Geschichten nicht in dem Buch sind. Danke. So, dann fangen wir bei den Damen an. Möchte ich recht herzlich danken der Dame, die dafür zuständig ist, dass so wenig Fehler wie möglich im Buch drinnen sind. Eine liebe Freundin aus Klagenfurt, die Theresia Lentsch. Einen riesen Applaus bitte. Darf ich da anstatt von Blumen das überreichen, bitte? Gut, danke noch einmal. Machen wir dann noch ein Bild am Schluss, bitte. Dann die nächste Dame, die uns heute so wundervoll musikalisch umrahmt hat, mit ihrem Akkordeonspiel, Tessa Hirzberger. Einen riesen Applaus. Dann haben wir den Günther, der da hinter der Kamera ist. Er war dafür zuständig, dass das Buch
so viel Seiten hat, wie es hat. Und er hat das Layout gemacht und alles zum Danke, lieber Günther, noch einmal gemerkt. Danke. Und jener Mann, der dafür zuständig ist, dass auch die Analphabeten mit dem Buch was anfangen können, der die Zeichnungen und Karikaturen macht, Reini, komm aus, hat sie mir bitte. Ja, also wie du am Anfang gesagt hast, es hat eigentlich geheißen, nur den Titel zu machen. Und dann hast du mir, glaube ich, 3 Geschichten geschickt, gell? Und dann habe ich gesagt, du, das sind so gut, mehr braucht mehr, das taugt mir. Und so ist das dann zustande gekommen. Und das ist ja, ein paar Sachen habe ich ja, die mit dem Rasenmäher ist ja sensationell, oder der Weihnachtsbaum, der in Wien gestanden ist, eine herrliche Geschichte. Bitte. Das jetzt habe ich was verraten. Okay, ich will euch nicht länger aufhalten. Gell? Ja, passt. Danke, lieber Reini, noch einmal. So, dann möchte ich an dieser Stelle noch einmal Danke sagen. Und wie der Reini schon richtig gesagt hat, die letzte Geschichte, die ich Ihnen heute noch vortragen möchte, alles ein Ganzer, damit keiner so gespannt heimgehen muss, heißt Christkindlmarkt. Dazu passend das Bild, das da ganz rechts oben ist. Ja, vielleicht können Sie schon denken, um was es geht. Der hat keine Freude mit dem Christkindlmarkt, der da drauf ist. Er ist zornig, der Mensch. Deswegen fängt die Geschichte ja ganz grauslich an. Christkindlmarkt. Diese Arschlöcher waren selbst schuld, wenn er das jetzt durchziehen würde. Adolf stand am Rathausplatz in Wien. Es roch nach Glühwein und Glühmost. Er trug seinen grünen Leinenrucksack auf dem Buckel. Es war Ende November und der Christkindlmarkt bereits voll im Gange. Der Duft von gebrannten Mandeln durchzog die Wiener Luft. Irgendwo bereitete jemand Palatschinken zu. Die rochen fast so gut wie die Adolfs Tochter immer machte, wenn sie zu Besuch kam. Er würde wohl noch warten müssen, bis hier Sperrstunde herrschte. Zu viel Aufmerksamkeit würde er sonst erregen, und das konnte er bei Gott nicht brauchen. Adolf stellte den großen Seesack, der sein Werkzeug enthielt, auf den Boden und bestellte sich einen Glühmost. Ja, seht ihr den Deppert! Fuhr er den Glühmostverkäufer an, als ihm dieser den Preis nannte. Und das geht, ob ich normalerweise gegessen auch noch. Bereits nach dem ersten Satz war er als Kärntner enttarnt. Dann wärst du halt im Süden geblieben, wo's doch so viel besser ist, erwiderte der Glühmost aus Schenker krantig. Ich war auch gern daheim geblieben, aber ich hab sozusagen geschäftlich da zu tun. Der Verkäufer konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Er fragte sich, welche Art von Geschäften das wohl wären, die der schrullige Kärntner mit Hut und Hubertusmantel in Wien zu erledigen hätte. Adolf drehte sich an seiner Tasse schlürfend um und warf einen Blick auf den wunderschön geschmückten Weihnachtsbaum, der in der Mitte des Rathausplatzes stand. Schön war er ja schon, der Baum, dachte sich Adolf. Aber er würde es tun. Das war er seiner Ehre schuldig. Der Christbaum am Wiener Rathausplatz kam jedes Jahr aus einem anderen Bundesland. Im Vorjahr kam er aus Südtirol, da es bei der Weihnachtsbaumaktion als eigenes Bundesland galt. Der Südtiroler Baum war in einem erbärmlichen Zustand in Wien angekommen. Die lange Reise durch die Bundesländer hatte ihm zugesetzt. 3 Tage lang waren Arbeiter damit beschäftigt, den Stamm anzubohren und neue Äste anzubringen. Heuer war Kärnten an der Reihe. Die Bundesforste erhielten den Auftrag, einen Baum aus ihren Kärntner Wäldern auszusuchen, vorsichtig zu fällen, damit nicht zu viele Äste abbrachen, und dann nach Wien zu transportieren. Dort wurde der Baum festlich geschmückt. Bei der feierlichen Illumination waren die höchsten Politiker des südlichen
Bundeslandes zugegen. Allen voran der Herr Landeshauptmann, der eine sehr ergreifende Rede über seine Vorgänger hielt, die, so der Landeshauptmann, keine Leuchten gewesen seien, im Gegensatz zu diesem schönen Bau. Umso mehr sollte der Baum jetzt dazu beitragen, das Licht in die Herzen der Menschen zu tragen. Rabarbara, barbara, 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 barbara. Weiter hatte Adolf damals die Fernsehübertragung über dieses Ereignis nicht aushalten können. Voller Zorn riss er das Kabel des Fernsehers aus der Steckdose. Adolf wohnte auf einem kleinen Bergbauernhof hoch über dem Kärntner Lavandtal. Zu seinem Anwesen, das er nach dem Tod seiner Frau alleine bewohnte, gehörten ca. 5 Hektar Wald und Wiesen, die rund um das alte Bauernhaus angeordnet waren. Im Westen und im Süden grenzte sein Grundstück an den Wallandbauern und im Norden und Osten waren die Bundesforste seine Nachbarn. Und diese Arschlöcher kannten anscheinend den Grenzverlauf nicht. Dabei waren doch alle 50 Meter rote Markierungssteine gesetzt, welche die Demarkationslinie genau anzeigten. Adolf war noch stutzig geworden, als die grün-orange bekleideten Männer der Bundesforste Anfang November mit einem großen Tieflader an seinem Haus vorbeigefahren waren. Als er dann am Abend Nachschau hielt, musste er feststellen, dass eine seiner schönsten Fichten im Wald fehlte. Ein Generationenbaum ersten Ranges fehlte in seinem Wald. Zurückgeblieben waren nur ein riesiger Baumstumpf und die Abdrücke der LKW-Reifen im weichen Waldboden. Es ging Adolf nicht so sehr um den Baum. Nein, es ging ihm vielmehr ums Prinzip. Ja, wo käme denn da hin, wenn sich doch jeder in mein Wald bedient, ha? Hatte er in den Wald hineingeschrien, der ihm mit seinem eigenen Echo geantwortet hatte. Anzeige zu erstatten hätte ja wahrscheinlich genügt. Da wäre der Adolf wahrscheinlich mit einem guten Betrag für den Baum abgespeist worden. Aber er wollte das Geld nicht. Adolf wollte Gerechtigkeit und die würde er sich selbst verschaffen. Als er dann noch erfuhr, dass es sein Baum war, der am Rathausplatz in Wien aufgestellt worden war, wollte er den verdammten Sesselfurzern von den Bundesforsten eine Lehre erteilen. Voller Ingrimm packte er seine Motorsäge in einen Seesack und fuhr mit dem Zug nach Wien, wo er ein Exempel statuieren wollte. Als sich der Wiener Rathausplatz geleert hatte und sich niemand mehr bei den Ständen befand, fiel der schönste Weihnachtsbaum Österreichs, nachdem Adolf mit seinem Fichtenmoped zugange war, um. Exakt zwischen den Bunschständen kam er zu liegen. Ja, das hatte der Adolf gelernt. Bei der Fallrichtung eines Baumes machte ihm niemand etwas vor. Der Wind, der beim Umfallen entstand, wirbelte ein paar leere Plastikbecher auf. Doch das sah Adolf nicht mehr. Er saß bereits in einem Taxi, das ihn zum Bahnhof brachte. Er wollte Weihnachten schließlich zu Hause feiern und nicht im Gefängnis. Der türkische Taxifahrer wunderte sich über den eigenartigen Mopedgeruch, den der alte Herr mit ins Fahrzeug gebracht hatte, und zog den Vanillewunderbaum etwas weiter aus seiner Plastikhülle. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is a bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he has pies and brown. He said, are you married? We said, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we conspire as we can dream by the fire. Your face unafraid, the vows we'll make, walking in a winter wonderland. In the meadow, come on, I'm gonna in the meadow we can build a snowman, then pretend that he is passing round.
He said, are you married? We said, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we conspire as we can dream by the fire. The face unafraid, the plans we have made. Walking in the winter wonderland. Walking in the winter wonderland. Walking in the winter wonderland. Danke schön. Danke schön. Schön, dass ihr da wart. Vielen herzlichen Dank. Du kannst auch noch in die Hand nehmen, oder? Ja. Da. Also ein Buch, ja, genau, das Buch. Geht nur. Ist im Anschluss an die Lesung hatten die Besucher die Gelegenheit, Bücher zu kaufen und sie mit einer persönlichen Widmung des Autors versehen zu lassen. Karikaturist Reini Buchacher verewigte die Käufer im Buch in Form einer seiner berühmt-berüchtigten Schnellkarikaturen. Das Buch Club der Bartträger ist überall im Handel bestellbar und erhältlich.